Bemüht euch, nur eine Eucharistie zu feiern, denn es ist nur ein Fleisch unseres Herrn Jesus Christus und nur ein Kelch zur Einigung mit seinem Blute, nur ein Altar und nur ein Bischof in Verbindung mit dem Presbyterium, mit den Diakonen. Okay, irgendwann musste ich halt verstehen, die ersten Christen waren definitiv katholisch, die waren keine Protestanten. Damit ist dann die Reformation ja gescheitert. Und ich habe noch einen Appell an die ganzen liberalen Priester und Bischöfe, die gerade dabei sind, das Volk Gottes in Verwirrung zu stürzen. Hallo erstmal, mein Name ist Gordon Haupt. Danke, dass ich hier vor euch sprechen darf. Ist mir echt eine Freude und eine Ehre. Ja, ich fange einfach mal an. Also, ich möchte gerne beginnen mit einem Zitat des heiligen Bonifatius, da wir auch hier in der St. Bonifatiuskirche sind. Er sagte nämlich, der Apostel der Deutschen übrigens, der die heidnischen Germanen zum Christentum bekehrt hat, er sagte folgendes: Die Kirche fährt über das Meer dieser Welt wie ein großes Schiff und wird von den Wogen hin und her geworfen. Wir dürfen das Schiff nicht verlassen, sondern müssen es lenken. Und das ist natürlich auch ein Fingerzeig für unsere heutige Zeit, ne, wo es in der Kirche teilweise drunter und drüber geht. Und das hat mich auch an die Szene der Apostel erinnert, in Markus 4,38, als die Aposteln im Boot waren und die Wellen links und rechts das Schiff hin und her geschaukelt haben. Und der Herr Jesus hat geschlafen. Sie haben den Herrn Jesus geweckt und haben ihn um Hilfe gebeten. Und der Herr Jesus hat den Wind bedroht und dem Meer geboten, still zu sein, und es kehrte Ruhe ein. Und so wird auch der Herr Jesus die Kirche auch heute noch retten, zu seiner Zeit. So, zu meiner Person. Ich bin jetzt nicht christlich aufgewachsen. Ich habe erst ganz spät zum Glauben gefunden. Ja, ich beginne einfach mal. Also, so mit 16, 17 Jahren habe ich mit den Kickboxen angefangen. Und ja, da wurde mir sehr schnell großes Talent zugesprochen. Ich habe auch dann relativ kurzfristig angefangen zu kämpfen, habe auch viele meiner Kämpfe gewonnen, manche verloren, wie das halt so ist. Und dann ging das halt so seinen Lauf, dass ich verschiedene Vereine, in verschiedenen Vereinen trainiert habe. Und dann irgendwann kam ich auch dazu, in Holland zu trainieren. Und man muss da wissen, Holland ist halt wirklich die absolute Oberklasse im Kickboxen auf der Welt. Also die besten Kickboxer der Welt trainieren in Holland und die besten Kickboxvereine sind alle in Holland. So, dann war ich dort beim Training, da wurde mir schon direkt beim zweiten Training Sponsoringvertrag angeboten. Ich habe angefangen dort zu kämpfen, auch ziemlich erfolgreich. Hatte dann auch meinen ersten Kampf schon als Amateur in Südkorea. Da habe ich dann auch ein Turnier mitgekämpft. Habe ich zwar meinen Kampf für Punkte verloren, aber der hat doch ein bisschen Heimvorteil gehabt. In Deutschland hätte ich wahrscheinlich gewonnen, wie das halt so ist. Und dann kamen halt viele internationale Kämpfe, habe auch viele gewonnen, manche verloren, wie das halt so ist im Sport. Ja, und irgendwann hatte ich dann meinen ersten Profikampf, also ist der Kampf in Südkorea, da war ich zwar Amateur, war im Profikampf, aber ich war immer noch als Amateur gelistet sozusagen. Und dann hatte ich meinen ersten Profikampf, den habe ich verloren, da habe ich mich gar nicht gut verkauft. Und da hat mein Gegner so ein Tanz vor mir aufgeführt, als ich K.O. war. Und dann war ich auf dem richtigen Rachefeldzug. Da war ich noch ganz weltlich. Da habe ich mir geschworen, irgendwann kämpfe ich nochmal gegen den und dann werde ich den besiegen. Und dann kam es auch dazu, ein Jahr später bei Infusion, einer der größten Kickbox-Veranstaltungen auf der Welt, wurde mir angeboten, nochmal gegen den zu kämpfen. In seiner Heimatstadt, da war von den Eindhoven Hooligans irgendwie einer und die ganze Halle war voll mit seinen Fans und die haben natürlich einen gesucht, den sie da kurz vermöbeln lassen, damit die ganze Halle sich freut, aber habe ich den Spieß umgedreht, habe ich halt erste Runde mit K.O. gewonnen und habe halt groß für Aufsehen gesorgt in der Kickbox-Welt. Und dann kam ganz kurzfristig, noch ein Kampf später, ich auch gewonnen habe in der ersten Runde mit K.O., dann kam ein Angebot von Glory, das ist so die Champions League im Kickboxen, das sind halt die besten Kickboxer der Welt, kämpfen bei Glory. Da habe ich ein Angebot bekommen, innerhalb von 2 Wochen gegen Anderson Silva zu kämpfen. Das ist halt so
zu dem Zeitpunkt der zweitbeste Kickboxer der Welt, also eine richtige Hausnummer, der Kampf in den USA. Ja, Voraussetzung war 2 Wochen Trainingslager in Holland und dann habe ich das auch gemacht. Den Kampf zwar verloren, kurze Vorbereitung und dann, ja, ging das halt alles so weiter, seinen Weg, viele internationale Kämpfe. Und dann irgendwann habe ich schon angefangen, so langsam mich für den Herrn Jesus zu interessieren. Ich habe mich angefangen, mit der Bibel zu beschäftigen, habe mir im Internet verschiedene Predigten angeguckt, wo ich auch heute sagen würde, das waren noch viele Irrlehrer dabei, aber wie das halt so ist, man ist wie so ein trockener Schwamm und man saugt alles auf. Ja, hatte ich einen Kampf in Russland, das weiß ich noch, dann bin ich da in Kasan gelandet, da ist so im Kaukasus unten. Da wurde ich mit so einem Kamerateam schon am Flughafen empfangen, hat man sich natürlich richtig cool gefühlt, ne, wie das halt so ist. Und dann weiß ich noch, da waren da so orthodoxe Priester, die standen da, wie man sich diese russisch-orthodoxen Priester vorstellt, mit ihrem Gewand und diesen großen Kreuzketten. Das hat mich dann schon irgendwie so ein bisschen beeindruckt. Da dachte ich mir so, das ist aber mutig. Ne? Also hier in Deutschland kann man nicht überall so rumlaufen. Und ja, da habe ich dann immer mehr so mich zum Herrn hingewendet. Und dann, ja, irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe, man kann nicht zwei Herren dienen, wie der Herr sagt. Man wird den einen hassen, den anderen lieben, man wird den einen anhangen und den anderen verstoßen. Und der Herr sagt ja auch, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer es um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Und da wusste ich, okay, der Herr Jesus, er ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat meine Sünden auf mich genommen, aus Gnade. Der Herr Jesus hat das Anrecht, die Nummer 1 in meinem Leben zu sein. Ja, aber die Nummer 1 in meinem Leben war zu dem Zeitpunkt auch das Kickboxen. 2-mal am Tag Training, immer den Kämpfen entgegengefiebert. Da wusste ich, okay, ich kann nicht zwei Herren dienen. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon, wie der Herr Jesus sagt. In Matthäus 6, 24 übrigens. Auf jeden Fall habe ich ganz kurzfristig entschieden, okay, ich werde meine Karriere mit dem Kickboxen beenden. Ich werde alles über den Haufen werfen und dem Herrn Jesus nachfolgen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Der Herr hat mich dann auch sehr gesegnet. Ich habe jetzt eine tolle Frau gefunden, geheiratet, eine Familie. Ja, und dann wusste ich aber auch, ich brauche auch Gemeinschaft. Ich hatte keine Ahnung damals von evangelisch, katholisch, orthodox, diese ganzen Unterschiede. Da hatte ich mich nie mit groß beschäftigt und bin halt dann einfach mal spontan in eine Freikirche gegangen. Habe mich da auch sehr wohl gefühlt, war da auch einige Zeit. Habe da auch sehr am Gemeindeleben teilgenommen, viel in der Bibel gelernt. Ja, und dann aber habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich lehne die katholische Kirche ab. Habe ich mich aber gefragt, warum lehne ich die eigentlich ab? Ich kenne doch eigentlich kaum was. Hat halt immer so irrige Meinungen. Katholiken beten Maria an, Katholiken beten Heilige an, wie man das halt immer so eingeimpft bekommt, ne, von Leuten, die keine Ahnung haben. Da habe ich mich aber mal damit beschäftigt. Dann habe ich mir verschiedene Literatur über Mariologie geholt und natürlich ganz schnell gemerkt, ich bin absolut auf dem Holzweg. Dann, ja, hatte ich noch verschiedene andere Themen bearbeitet, die ich verworfen hatte und doch gemerkt, dass die katholische Lehre doch in vielen schlüssig ist und sehr biblisch vor allem. Vor allem das Felsenwort, wo der Herr Jesus in Matthäus 16, 18 sagt, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Ja, und dann macht es natürlich auch Klick, ne? Weil Jesaja 22, Vers 22, als der, ich glaube, der Eliakim, das war ein Knecht, dem wurde der Schlüssel des Hauses Davids gegeben. Das habe ich mir kurz notiert. Also Jesaja 22, Vers 22. Ich werde ihm den Schlüssel des Hauses Davids auf die Schulter legen. Er wird öffnen und niemand ist da, der schließt. Er wird schließen und niemand ist da, der öffnet. Also eine Bindegewalt für das Haus Davids. Also ein Vorausbild auf das Petrusamt. Und da habe ich natürlich schon, ja, da kam ich schon ins Grübeln, weil der Herr Jesus hat ja versprochen, dass die Pforten der Hölle seine Kirche niemals überwinden werden. Ja, aber das konnte mich trotzdem nicht so ganz überzeugen. Es war dann am Ende doch die Eucharistie, das Eucharistieverständnis. Also ich hatte immer dieses Verständnis, dass es nicht Brot und Wein sind, sondern wirklich Leib und Blut des Herrn Jesus Christus. Wie halt in Johannes 6, 51 sagt der Herr Jesus, ich bin das Brot, das vom Himmel herabkommt und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und
Er sagt ja auch, mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mich isst, wird durch mich leben, wie ich durch den Vater lebe. Und als die Juden murrten, wie kann er uns sein Fleisch und sein Blut zu essen und zu trinken geben, sagte der Herr Jesus, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der hat das Leben nicht in sich. Also es ist schon eine ernste Sache und da hatte ich schon überlegt, okay, im Protestantismus wird es als Symbol betrachtet, aber das ist ja komplett unbiblisch, obwohl die sich immer darauf, wo die immer darauf verharren, dass sie so biblisch sind, hatte ich da doch ein ganz anderes Verständnis, habe auch noch nie an einem Abendmahl außerhalb der katholischen Kirche teilgenommen. Also auch in meinen protestantischen nicht, weil die Warnungen des Paulus in 1. Korinther Kapitel 11, wer unwürdig ist vom Mahl des Herrn, man soll nicht unwürdig vom Mahl des Herrn essen, weil schon viele dadurch entschlafen sind und krank geworden sind. Und da hatte ich mir gedacht, okay, wenn ich mir unsicher bin, oder es wird anders praktiziert, als es wahrscheinlich wirklich der Fall ist, dann nehme ich lieber nicht dran teil. Ja, dann habe ich aber irgendwann angefangen, als ich viele Vorurteile gegen die katholische Kirche verworfen habe, eine katholische Kirche zu besuchen einfach mal. Erst habe ich die so prüfend besucht, habe mich da hingesetzt, habe da so das mehr geprüft, was vor sich geht, anstatt dass ich da wirklich so mit zelebriert habe. Und da habe ich halt ganz schnell gemerkt, okay, das ist genauso christologisch wie bei uns in der Freikirche. Es ist wirklich rein biblisch, es wird aus der Bibel gelesen, es ist, der Herr Jesus Christus ist im Zentrum des Gottesdienstes und ja, dann habe ich da auch, dann habe ich die katholische Kirche und meine Freikirche zeitgleich besucht, eine Zeit lang. Ja, dann irgendwann wusste ich, okay, das geht da so nicht, ich musste da irgendwie zu einem Ergebnis kommen und mir wurde von einigen Brüdern, der eine steht auch da vorne, immer wieder hingewiesen, ich sollte mal die Kirchenväter prüfen. Ich sollte mal gucken, was haben die ersten Christen geglaubt. Also, was haben die ersten Christen geglaubt? Die direkten Nachfolger der Aposteln und auch zu apostolischer Zeit schon. Und da habe ich mich lange geziert. Ich hatte immer andere Sachen im Kopf, habe zwar auch mich mit Theologien befasst, aber immer viel andere Bücher gelesen. Irgendwann kam der Zeitpunkt, da habe ich mir gedacht, komm, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und ich dachte, okay, wenn ich jetzt die Kirchenväter lese, die werden wie Protestanten sein, sola scriptura, nur die Schrift. Und die werden die werden schon so geglaubt haben, wie ich zu dem Zeitpunkt geglaubt habe. Aber dann wurde ich ganz schnell eines Besseren belehrt, denn die ersten Christen waren ganz klar katholisch. Und ja, da habe ich angefangen, in der Didache zu lesen, die erste Kirchenordnung, um das Jahr 80 bis 90 entstanden in Syrien. Ja, da habe ich dann habe ich da angefangen zu lesen und da war halt auch, ging es direkt um die Eucharistie. Eucharistie ist ein Opfer. Habe ich vorher noch nie gehört in einer protestantischen Freikirche. Aber dort steht, die Eucharistie ist ein Opfer. Und im ersten Clemensbrief wird das nochmal wiederholt. Der erste Clemens von Rom, dritte Nachfolger von Petrus. Ich glaube, der zweite Nachfolger von Petrus war Linus. Beide Schüler des Apostels Paulus. Ja, ich glaube, Philippa 4, Kapitel 3 wird auch der Clemens erwähnt als Mitarbeiter des Paulus. Ja, und der hat das alles wiederholt. Da ging es auch weiter. Da hat er noch vom Presbyterium geredet, von den Priestern, von den Laien, die sich an die Laienvorschrift halten müssen. Der Priester hat seinen eigenen Platz. Die Gottesdienste und die Opfer sollen zu gegebener Zeit Gott wohlgefällig vollzogen werden und nicht nach Geratewohl. Okay, das war natürlich auch schon wieder sehr direkt. Ein einheitlicher Gottesdienst, die Eucharistie, ein Priestertum, ein Episkopat, also ein Bischofsamt, wird man da überall konfrontiert wird. Das ist halt katholisch, das ist halt nicht protestantisch. Und da habe ich dann weitergelesen. Da ging es auch weiter mit Ignatius von Antiochien, Schüler des Apostels Johannes. Der zum Beispiel schreibt im Brief an die Smyrner in Kapitel 8, alle sollte dem Bischof gehorchen wie Jesus Christus dem Vater und auch dem Presbyterium, also den Priestern, wie den Aposteln, die Diakone ehret, wie Gottes Anordnung. Keiner tue ohne den Bischof etwas, was die Kirche angeht. Ja, das ist natürlich schon ganz direkt. Priester haben wir im Protestantismus nicht, weil wir haben da kein Opfer. Ein Bischof eigentlich auch in dem Sinne nicht, aber Bischöfe sind ja auch biblisch, ne? Der Episkopos, das ist die griechische Wortwurzel vom deutschen Bischof, wird auch mit Aufseher in der Bibel übersetzt, also wo in den Apostelbriefen steht, dass Paulus Aufseher eingesetzt hat, wie im Titusbrief zum Beispiel, da ist ein Bischof mit gemeint. Ja, und dann habe ich halt weiter alles geprüft, bin noch nicht ganz überzeugt. Ich habe noch an diesem Sola Scriptura Fundament festgehalten,
Obwohl ich dann auch eigentlich immer sehr schnell erkannt habe, dass das unbiblisch ist, sola scriptura, nur die Schrift. Im 1. Thessalonicher 2,13 schreibt Paulus an die Thessalonicher, ihr habt, dass sie die mündliche Überlieferung nicht als Menschenwort verworfen haben, sondern als das, was sie angenommen haben, nicht als Gottes Wort. Also ist neben der schriftlichen Überlieferung auch eine mündliche Überlieferung Gottes Wort. Und daher Jesus sagt ja im Evangelium, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Also wird das Wort des Herrn Jesus Christus, was auch mündlich überliefert ist, nie vergehen. Aber wo ist das denn? Wo ist das aufbewahrt? Das heißt, wirklich in der katholischen Kirche, gibt es dafür irgendeinen Hinweis? Und dann kam ich bei den Kirchenvätern auf Irenäus von Lyon, dritte Buch gegen die Häresie, Kapitel 2. Da schreibt er, berufen wir uns ihnen, also den Heretikern, gegenüber auf die apostolische Tradition, die mündliche Überlieferung, die durch die Nachfolge der Priester in der Kirche verwahrt wird. Dann verwerfen sie, also die Heretiker, wieder die Tradition, nennen sich klüger als Priester und Apostel und sagen, sie hätten allein die Wahrheit gefunden. Boah, das ist natürlich dann schon wieder so ein ganz, ganz starkes Bild auf den Protestantismus. Da hat ja auch jeder allein die Wahrheit gefunden. Weiß nicht, 100.000, 80.000 Freikirchen, jeder hat seine eigene Wahrheit gefunden. Wohingegen die katholische Tradition bis auf die Apostel nachzuverfolgen ist, durch das Priestertum. Das klingt ja alles auch logisch, weil die sind Teil in der apostolischen Sukzession, die Priester und die Bischöfe stammen alle von der Weihe des Herrn Jesus Christus und seiner Apostel ab. Ja, und da ging es auch noch weiter. Kann ich jedem nur empfehlen, mal Irenäus zu lesen, dritte Buch gegen die Häresie. Da schreibt er zum Beispiel, die von den Aposteln in der ganzen Welt verkündete Tradition kann jeder in der Kirche finden, der die Wahrheit sehen will. Und da habe ich auch erstmal gemerkt, okay, ich lese jetzt Irenäus von Lyon. Er kommt aus Frankreich. Ich habe mich ein bisschen mit seiner Person beschäftigt. In der zweiten Abfolge, er war Schüler von Polycarp, der war Schüler von Johannes. Der war Bischof von Lyon, kam aus dem kleinen asiatischen Reich, der heutigen Türkei, war ein Händler, hat dann in Lyon sich einer christlichen Gemeinde griechischsprachiger Christen angeschlossen. So, deswegen war das Christentum schon in Lyon, Nähe italienische Grenze, römisches Reich damals. Ne? Und dann habe ich da die Sache aus Syrien, Clemens von Rom, aus Rom, Ignatius von Antiochien, aus Antiochien. Und das ist alles stimmig zueinander. Clemens von Alexandrien auch, alles zur gleichen Zeit ungefähr. Alexandria ist in Ägypten, alles einstimmig. Eine allumfassende katholische Lehre halt. Und da habe ich dann ja den Protestantismus, mein Glaubenssystem sehr stark hinterfragt. Ja, und auch dann halt das Petrusamt, wie ich gerade schon sagte, ne, das wird überall wiederholt. Ne, im ersten Clemensbrief, Clemens von Rom, sozusagen der Papst, kümmert sich um die Probleme der Kirche in Korinth. Ignatius bestätigt, dass Paulus und Petrus die Kirche in Rom befehligt haben. Ja, da habe ich dann schon, ja, kam mein ganzes Bild so ein bisschen ins Wanken. Ich war aber noch nicht ganz überzeugt, bis ich dann halt auch auf das Thema der Eucharistie gekommen bin. Wo ich jedem wirklich nur sagen kann, weiht eure Mitmenschen ein, was die Eucharistie ist. Das ist nämlich die größte Gnadengabe, die der Herr Jesus uns hier auf Erden gibt. Es ist nämlich wahrhaft sein Fleisch und sein Blut, das wir in uns aufnehmen, samt seiner Seele, seiner Gottheit und seiner Menschheit. Der Herr Jesus komplett. Er hat Kommunion mit uns, eine komplette Einswerdung. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm, spricht der Herr. Und das ist eine sehr große Gnade. Aber das hatte ich auch alle schon verstanden. Aber ich wusste nicht, wenn jetzt hier Brot und Wein ist, wie wird es Fleisch und Blut? Kann ich das einfach in jeder evangelischen Kirche beispielsweise zu mir nehmen, mir einfach vorstellen, das ist Fleisch und Blut? Oder ich glaube einfach daran, das ist Fleisch und Blut. Da muss ja irgendwie noch ein Punkt kommen. Ja, und dann die Kirchenväter haben mich da halt aufgeklärt. Und ich hatte schon mal was über die Transsubstantiation gehört. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon Thomas von Aquin viel gelesen. Aber noch nicht so ganz verstanden. Aber dann kam es doch wieder bei dem Irenäus von Lyon um das Jahr 200. Da sagt zum Beispiel, unsere Lehre aber stimmt mit der Eucharistie überein und die Eucharistie wiederum bestätigt unsere Lehre. Von dem Seinigen opfern wir ihm, indem wir geziemenderweise die unauflösliche Einheit von Fleisch und Geist verkünden. Denn wie das von der Erde stammende Brot, wenn es die Anrufung Gottes empfängt, nicht mal gewöhnliches Brot ist, sondern die Eucharistie. Okay, die Anrufung Gottes. Lukas 22, 19, glaube ich.
Da wird das Abendmahl eingesetzt, die Eucharistie, am grünen Donnerstag, dem Tag der ungesäuerten Brote. Da sagt der Herr Jesus ja, da steht ja, der Herr nahm Brot, sprach das Dankgebet, die Anrufung Gottes, brach es, gab es seinen Jüngern und sagte, dies ist mein Leib. Okay, da habe ich verstanden, okay, der Priester hat die Autorität, es zu wandeln. Also der Herr wandelt es durch den Priester. Ja, das wird natürlich noch oft bestätigt dort auch in den Schriften der ersten Christen. Der Ignatius von Antiochien schreibt zum Beispiel, bemüht euch nur eine Eucharistie zu feiern, denn es ist nur ein Fleisch unseres Herrn Jesus Christus und nur ein Kelch zur Einigung mit seinem Blute, nur ein Altar und nur ein Bischof in Verbindung mit dem Presbyterium und den Diakonen. Okay, irgendwann musste ich halt verstehen, die ersten Christen waren definitiv katholisch, die waren keine Protestanten. Damit ist dann die Reformation ja gescheitert, sage ich mal. Also die Reformation hatte ja das Ziel, die Kirche wieder in die Anfänge der apostolischen Zeit zu bringen. Das ist komplett gescheitert. Aber ich war trotzdem noch nicht ganz überzeugt, muss ich sagen. Da kam halt dann, ich habe mich halt sehr tiefgründig damit beschäftigt. Und ich muss echt sagen, ich habe das noch nicht so, ich habe es zwar verstanden, aber ich dachte, ja, wir sind ja alle irgendwie Christen und wir, ja, der eine glaubt so, der andere so, aber das ist halt nicht gewollt. Im Epheserbrief, Kapitel 5, steht ja auch, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Also es ist eine Einheit. Daher Jesus hat seine Kirche, die er wortwörtlich meine Kirche nennt, auf Petrus gegründet. Und er hat halt, wie ich dort schon aus Zeitzeugenberichten erfahren habe, die Kirche halt, die katholische Kirche halt in Rom gegründet. Ja, dann kam ich auch noch auf eine Stelle im ersten Jahrhundert, auch wieder bei dem Ignatius. Wo der Bischof ist, sei auch das Volk, so wie da, wo Jesus Christus ist, auch die katholische Kirche ist. Der Ignatius an Ismenea. Okay, die Kirche ist im ersten Jahrhundert katholisch. Die Lehre war katholisch. Mir wurde mal gesagt, ja, katholisch, Katholika heißt allumfassend. So haben die ersten Christen sich halt genannt, aber hat nichts mit der katholischen Kirche heute zu tun. Und ich muss wirklich sagen, doch, die ersten Christen, die waren durch und durch katholisch. Also, und die hießen katholisch und die haben dieselbe Lehre wie heute auch. Und die Kirche, die erste Kirche war halt katholisch. Ich war trotzdem noch nicht ganz überzeugt. Und dann hatte ich mal einen Krankenhausbesuch. Ich habe jemanden im Krankenhaus besucht. Ich habe vorher, das war in der Woche morgens, eine Messe besucht in der katholischen Kirche, die ich früher gerne besucht habe. Die ist halt wirklich Tür an Tür mit dem Krankenhaus. Ich war dort, ich war innerlich schon so ein bisschen hin und her gerissen. So, soll ich katholisch werden? Soll ich in meiner Gemeinde bleiben? Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, sind auch super Menschen dort. Aber habe halt gemerkt, okay, irgendwie, ja, irgendwas passt da nicht. Und ich war dann in der Kirche dort. Ich habe dann den eucharistischen Herrn angebetet. Ich habe gesagt, oh Herr, ich bin innerlich so zerrissen. Was soll ich machen? Soll ich katholisch werden? Soll ich in meiner Freikirche bleiben? Was soll ich nur machen? Gib mir doch bitte ein Zeichen, lass es mich wissen. Das habe ich wirklich so gebetet. Dann bin ich rübergegangen nach der Heiligen Messe. Ich habe meinen Krankenhausbesuch absolviert. Und denjenigen, den ich im Krankenhaus besucht habe, der hat den Zimmergenossen. Der war gerade unten im OP. Und dort war ein Mann, der auf ihn gewartet hat. Und ich kam dann rein. Ja, hallo, man begrüßt sich ja. Hat er mir gesagt, ja, dass der gerade unten im OP ist und er wartet jetzt. Wie man das halt so macht, spricht man demjenigen Mut zu. Dann sage ich zu dem Mann, ja, mach dir keine Sorgen, das wird schon alles gut werden. Und dann sagt er wirklich zu mir, ich mache mir auch keine Sorgen, ich vertraue voll auf Gott, mein Glaube, der stärkt mich da schon. Da dachte ich mir so, das gibt's doch nicht. Vor 2-3 Minuten bete ich den eucharistischen Herrn an, lass dir bitte ein Zeichen zukommen, soll ich katholisch werden oder nicht? Und dann auf einmal sitzt da jemand im Krankenhaus und erzählt mir, dass sein Glaube an Gott ihn da gerade stärkt. Okay, zu dem Zeitpunkt hätte es alles sein können. Katholisch, evangelisch, orthodox, vielleicht ein Jude. Das weiß man ja nicht. Ich habe es erstmal so laufen lassen, ohne jetzt so direkt zu fragen. Dann kam ein bisschen ins Gespräch, habe ich ihm gesagt, ja, ich bin auch gläubig, ich bin auch ein Christ. Und ich lege auch das volle Vertrauen in den Herrn Jesus Christus. Und dann sagte der Mann mir, ja, mit meinem Glauben war es nicht immer so. Ich habe früher den Glauben verloren. Durch verschiedene schwere Zeiten. Dann kam meine Frau ins Krankenhaus, sie war todkrank. Habe ich sie im Krankenhaus besucht und da hing an der Wand so ein großes Kreuz, sagte er. Dann ist er da auf die Knie gefallen, hat geweint und den Herrn um Verbetung gebeten, ist zum Krankenhausseelsorger gegangen.
hat sich die Beichte abnehmen lassen, ist wieder Teil der katholischen Kirche geworden. Und da dachte ich mir so, boah, krass, das gibt's doch nicht. Ich bete gerade den eucharistischen Herrn an, soll ich katholisch werden oder nicht? Und dann 2 Minuten später sitzt da jemand im Krankenhaus, erzählt mir, wie toll es ist, katholisch zu sein, dass er sich wieder bekehrt hat. Er zieht seine Kinder katholisch auf und alles läuft so super. Da habe ich mir gedacht, boah, das gibt's doch nicht. Ja, dann habe ich mich noch ein bisschen weiter mit der ganzen katholischen Lehre beschäftigt, habe vieles, der Protestantische, komplett verworfen. Und habe ich mir gesagt, okay, ich werde katholisch. Und dann bin ich auch katholisch geworden. So, nochmal ein Zeugnis für die Macht des Herrn Jesus Christus zu geben. Als ich dort im Krankenhaus diese Person besucht habe, einmal wurde es richtig ernst. Und als ich dort war und die Person hat aufgehört zu atmen, wurde ganz blau und ganz schlaff. Und ich hatte den Menschen so in meinen Armen und habe um Hilfe gerufen. Da kamen auch Ärzte, Pfleger, Schwestern und haben die Reanimation eingeleitet. Hat aber alles keine Wirkung gezeigt. Ja, und dann in meiner Verzweiflung habe ich nur gerufen, Herr Jesus, bitte hilf uns, Herr Jesus. Und ob ihr es glaubt oder nicht, in dem Moment hat dieser Mensch wieder eingeatmet, hat Farbe bekommen, die ganzen Werte auf den Monitoren wurden wieder stabil und der Herr Jesus hat diesen Mensch gerettet, nachdem ich ihn um Hilfe angerufen habe. Sind wir schwach, ist der Herr Jesus stark, steht im Apostelbrief des Paulus. Deswegen muss ich sagen, der Herr Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist nicht ein Weg von vielen, er ist der einzige Weg. Er ist nicht eine Wahrheit von vielen, er ist die einzige Wahrheit. Und er ist auch nicht ein begrenztes Leben, sondern er ist das Leben in sich. Er ist das ewige Leben, an dem er uns teilhaben lässt. Er ist der einzige Weg zum Vater. Deswegen lasst euch niemals irgendwas einreden von irgendwelchen anderen Religionen, irgendwelchen anderen Göttern, Glaubenssystemen, irgendwelche anderen Weltanschauungen, sondern vertraut immer auf den Herrn Jesus Christus. Und selbst wenn ihr mal schwach werdet im Glauben oder ihr zweifelt, schaut immer zum Kreuz, dort ist Vergebung eurer Schuld, dort ist das ewige Leben. Schaut zum allerheiligsten Altarsakrament, dort ist der Herr Jesus Christus mit Fleisch und Blut, um Einheit mit euch zu haben. Ja, das war jetzt mein Zeugnis, wie ich vom Kickbox-Profi zum Christen geworden bin und den Weg in die heilige katholische Kirche gefunden habe. Und ich habe noch einen Appell an die ganzen liberalen Priester und Bischöfe, die gerade dabei sind, das Volk Gottes in Verwirrung zu stürzen. Einfach die Worte des Vinzenz von Lerin. Er hat um das Jahr 450 dieses Buch geschrieben. Der schreibt, desgleichen ist in der katholischen Kirche selbst dafür Sorge zu tragen, dass wir das festhalten, was überall, was immer und was von allen geglaubt wurde. Denn das ist im wahren und eigentlichen Sinne katholisch. Und das muss sich jeder Gläubige immer wieder zu Herzen nehmen, wenn er irgendwo an den Kirchen irgendwelche Regenbogenfahnen sieht oder sonstigen Unsinn, das ist nicht katholisch. Wir müssen an der katholischen Lehre festhalten. Dann geht dahin, wo die katholische Lehre wirklich gepredigt wird und gelebt wird. Wie hier zum Beispiel in der Piusbruderschaft der St. Bonifatiuskirche in Essen. Denn lasst euch nicht in Verwirrung stürzen. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Deswegen warnt der Apostel Jakobus uns auch, unterwerft euch Gott, widersteht dem Satan und er flieht vor euch. Denn wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Der Herr Jesus ist unser einziger Weg zur Glückseligkeit. Und er hat uns, seinen Gläubigen, seine heilige Kirche gegeben, damit wir dort Kommunion, Einheit mit ihm haben. Deswegen lasst euch da nicht in Verwirrung stürzen. Und bleibt stabil im Glauben. War mir echt eine Freude, hier vor euch reden zu dürfen. Ja. Dann wünsche ich euch allen Gottes Segen.